Hallo mal wieder bei dem typisch defekten Diskettenlaufwerk. Schaut genau hin. Habt ihr das gehört? Warum ich das jetzt habe? Im Endeffekt kommt dieses jetzt noch Nebengeräusch daher, weil ich die Bootreihenfolge mal komplett geändert habe im Endeffekt. Und wirklich der jetzt komplett als allererstes steht, dann CD-ROM und dann die SSD-Festplatte. Vorher war es zwar auch als Boot-Priorität oben, aber der hat es irgendwie, ja, wie soll man sagen, nicht komplett angenommen. Auf jeden Fall, ich habe die BIOS-Einstellungen nochmal geändert. Aber es ändert nichts an dem Diskettenlaufwerk. So. Ihr kennt den Fehler. Diskette rein. Ne? Und da kommt ja wieder dieses typische, Diskette ist nicht formatiert. Hobbitek sagt, probier jetzt einfach mal mit einer Diskette, die er formatieren darf. Ne? Das mache ich. Das ist diese hier. Die ist an sich trotzdem schon leer, aber die darf er auch von mir aus neu formatieren. Wie ihr seht, der Rechner ist schon hochgefahren. Ist ja keine Kunst mehr, das hier überhaupt noch zu sehen, geschweige denn die richtigen Einstellungen zu treffen. Und zwar kommt ja Diskette nicht formatiert, ne, wie ihr seht. Ne, auf A kann nicht zugriffen werden, der Datenträger wurde nicht erkannt, vielleicht ist er nicht formatiert. Das heißt doch einfach, ich gehe auf OK, mache einen Rechtsklick und gehe auf Formatieren. Und es passiert gar nichts. Okay. Nochmal. Rechtsklick, formatieren. Okay, jetzt lädt er zumindest, aber nichts weiter passiert. Das ist ja super. Warum kann ich euch gerade auch nicht beantworten? MS-DOS-Eingabeforderung gab es noch diese, die, der Tool. Moment, muss ich gerade wieder gucken. Alle Apps, dann war das, glaube ich, nein. Alle Apps. Wo war das jetzt wieder? Erleichterte Bedienung, Windows. Stunden später. Windows-System war das, glaube ich. Genau, Eingabeaufforderung. So, dann würde ich doch einfach mal sagen. Mit links, ich hasse mit links und ihr seht nichts. Format, ah. Doppelt, mein Gott. Ja, hallo, geht doch. Legen Sie ein Datum, das drücken Sie Eingabetaste. Jetzt? Sie lädt. Oh, was kam da? Unzulässiger Datenträger oder Spur 0 fehlerhaft. Datenträger nicht verwendbar. Formatierung fehlgeschlagen. Datenträger oder Spur. Das heißt, wir müssen wieder auf. Achso, das ist RAW. Der Dateityp des Dateisystems ist RAW. Okay, kenne ich nicht. Das neue Dateisystem ist FAT. Und sagen wir Spur 0 fehlerhaft. Datenträger nicht verwendbar. Formatierung fehlgeschlagen. Da muss ich mich jetzt wieder durch die Befehle durchwühlen, die ihr mir genannt habt. Die habe ich mir immer noch nicht aufgeschrieben, ich Trottel. Ich habe sie nämlich nur als Screenshot und kann jetzt nicht darauf zugreifen, weil ich gerade das Handy verwende. Das ist super. Aber das ist ja schon mal ein Hinweis. Ich probiere jetzt mal. Mein Gott, nee. Hä? Nee, okay. Der Datenträger ist nicht formatiert. Ich brauche Sie sagen, okay.
Aber hier kann ich wiederholen machen. Er lädt auch. Nicht wundern, die Diskette ist auch so leise, deswegen hört man das jetzt gerade gar nicht. Aber das heißt, und dann der Spur null fehlerhaft. Das könnte ja vielleicht doch dafür deuten, dank an die Hobbitek, dass vielleicht wirklich das nicht das, sondern der Leseschreibkopf leicht dejustiert ist und da im Endeffekt einfach nicht weiß, wo der Anfang ist. Würde ich mal sagen. Auf Verdacht. Aber er hat es zum ersten Mal probiert. Ich pausiere mal eben. Ich muss mal gucken. Ich muss doch irgendwo den blöden Befehl nochmal finden. Ich pausiere mal eben. Voller Enttäuschung habe ich mir es nicht aufgeschrieben. Das heißt für mich, ich muss im Endeffekt hier schon, sage ich mal, das Video beenden, weil ich unter den Screenshots nämlich die ganzen Daten habe, was man eingeben musste. Um die Diskette natürlich auch anders zu formatieren. Komplett zu formatieren und nicht so eine Teilformatierung und was es da noch alles gibt. Auf jeden Fall, hier wird ja auch wieder unzulässiger oder Spur 0 fehlerhaft angezeigt. Also wie gesagt, bitte an euch, ist Spur 0 quasi schon da, wo er anfängt? Ne? Kommt das vom Schreiblesekopf? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall macht er das. Na, nicht. Ne? Also er formatiert im Endeffekt auch nicht die Diskette mal eben. Also ich vermute, so wie die Hobbitek, dass vielleicht wirklich einfach nur der Kopf dejustiert ist. Ne? Er sagt auch, das kann man einerseits machen. Da bin ich wahrscheinlich aber nicht der Profi für. Ich mache wahrscheinlich alles nur kaputt. Und würde sagen, ich beende erstmal hier das Video. Ne, hol mir noch ein bisschen Informationen ran und vielleicht sehen wir uns nochmal wieder mit dem kleinen Racker hier. Denn langsam verliere auch ich irgendwo die Lust an diesem Gerät. Ne? Muss ja irgendwann mal Ende sein. Außerdem gibt es ja noch andere Themen, die man ansprechen kann. Also, erstmal danke fürs Zugucken. Schade, dass das nicht funktioniert hat. Und bis dahin, erstmal bis zum nächsten Video. Also. Tschüss, sagt euer Dirk. Vielleicht doch noch ein Däumchen, wenn ihr wollt. Und bis zum nächsten Mal. Und vielleicht ist meine Stimme auch wieder ganz da. Also, tschüss zusammen. Danke fürs Zugucken.